Heute ist der 6. Dezember, der Nikolaustag. Aber es ist nicht irgendein Nikolaustag, an dem ich Haselnüsse, Mandarinen und Schokolade in meinem Schuh finde, den ich am Abend zuvor vor die Haustür gestellt habe. Heute war in meinem Schuh auch ein Brief, der mich sehr glücklich gemacht hat und den ich meinen Eltern zu verdanken habe. Aber bevor ich den Inhalt des Briefes verrate, möchte ich euch ein bisschen aus meinem bisherigen Leben erzählen. Früher einmal, da gab es Zeiten, in denen habe ich meine Freundinnen beneidet. In der Schule zum Beispiel, wenn sie erzählten, dass sie von ihren Eltern oder Großeltern kleine Geldgeschenke zu Ostern, zum Geburtstag, zum Nikolaus oder zu Weihnachten bekamen. Ich musste mit meinem Taschengeld auskommen oder Sommerjobs annehmen. Nicht, dass es mir deshalb schlecht gegangen wäre, es fehlte mir ja an nichts. Ich hatte und habe tolle Eltern, ein schönes Zuhause, habe eine gute Ausbildung genossen und vor allem eines erfahren: viel, viel Liebe und Zuneigung. Als ich einmal danach fragte, erklärte meine Mutter mir mit einem Lächeln: Das Geld gibt es schon, aber wir sparen es für dich. Vielleicht kannst du es ja später einmal brauchen, wenn du dir eine eigene Wohnung kaufst oder auch erst, wenn du selbst in Rente gehst. In Rente gehen, dachte ich und verdrehte die Augen. Ich war doch gerade mal Anfang 20 und hatte eben mit dem Studium begonnen. Wer dachte denn jetzt schon an die Rente? Und soweit ich aus den Nachrichten erfahren hatte, würde ich doch sowieso erst mit 70 in Rente gehen, also in, lasst mich rechnen, 50 Jahren. Seit diesem kurzen Gespräch mit meiner Mutter sind 5 Jahre vergangen. Damals hatte ich mich enttäuscht zurückgezogen und dann versucht, mir die kommenden 50 Jahre meines Lebens auszumalen. Ich schaffte es nicht und suchte mir wieder einen Job, durch den ich neben dem Studium ein bisschen eigenes Geld verdienen konnte. Als der erste Lohn auf meinem Konto landete, war ich sehr stolz auf mich. Vor einigen Monaten, also im Frühsommer dieses Jahres, traf ich dann eine Entscheidung. Ich hatte gerade die letzte Prüfung in der Uni bestanden und würde ab jetzt arbeiten. Ich sprach mit meinen Eltern und wir beschlossen gemeinsam, dass es auch an der Zeit war, wirklich selbstständig zu werden. Dazu gehörte natürlich nicht nur eine Arbeit, sondern auch eine eigene Wohnung. Ich wusste nur leider von meinen Freundinnen, wie hoch die Immobilienpreise hierzulande waren und jammerte, dass ich mir das nicht leisten konnte. Wir werden dir helfen, wo wir können, sagte mein Vater. Und außerdem hast du ja noch ein ziemlich dickes Sparschwein. Was er denn damit meinte, fragte ich ihn. Deinen Zusatzrentenfonds, in den wir dir jeden Monat einen Betrag eingezahlt haben, seit du 5 Jahre alt warst. Das ist gut angelegtes Geld für deine Zukunft. Wenn du eines Tages in Rente gehst, wirst du es brauchen. Du kannst es aber auch jetzt schon für deine Wohnung auszahlen lassen oder zumindest einen Teil davon. Als meine Eltern und ich tags darauf nachsahen, wie viel Kapital ich inzwischen in meinem Zusatzrentenfonds angespart hatte, staunten wir nicht schlecht. Vor lauter Glück kamen mir die Freudentränen. Mama übrigens auch. Und sogar Papa war richtig überrascht. Ich hatte nun die Möglichkeit, einen großen Teil dieses Geldes in meine Wohnung zu investieren oder sogar ein günstiges Darlehen aufzunehmen und das Kapital weiter wachsen zu lassen. Und nun ist der Nikolaustag gekommen, an dem ich in meinem Schuh diesen Brief finde. Ich hatte mich zwar im Sommer dafür entschieden, mit der eigenen Wohnung noch ein bisschen abzuwarten und das Geld im Zusatzrentenfonds zu lassen, doch ich freue mich trotzdem wie ein kleines Kind über den Brief. Sein Inhalt ist ein Überweisungsbeleg von meinen Eltern, die auch in diesem Jahr schon an meine Zukunft gedacht haben und ein bisschen Geld in meinen Zusatzrentenfonds eingezahlt haben. Danke, Mama und Papa, dass ihr heute schon mein Morgen absichert.